Hey Leute, der Gryvan, willkommen zu einer neuen Runde von Angezockt. Diesmal spielen wir wieder eine Runde Stellaris. Und es ist ja ein neuer DLC rausgekommen mit diesem Ancient Relic DLC Story Pack. Den habe ich mir mal gegönnt für 10 Euro. Und gleichzeitig habe ich mir noch Distant Star Story Pack geholt. Das war gerade im Angebot. Von daher haben wir jetzt eine ziemlich große Anzahl an neueren storytechnischen Änderungen, neue Anomalien. Auch ein bisschen neue Game Mechanics, die mit bei sind. Und ich habe mir gedacht, wir nehmen mal nochmal die Menschen. Ich habe aber jetzt eine vorgefertigte Rasse genommen, die extra von den Leuten hier gemacht wurden, von Paradox. Und wir spielen als der Staatenbund der Menschen. Ich fand die Story dazu recht interessant. Und zwar sind wir losgeschickt worden im 21. Jahrhundert, wurden vier Archschiffe, also wie eine Arche, losgeschickt, nee, sechs sogar, sechs Archschiffe. Und mit denen sind 250.000 Kolonisten an Bord losgezogen und sind durch ein instabiles Wurmloch geschickt worden. Und die Erde hat leider nichts mehr von den Archschiffen gehört, nachdem die verschwunden sind im Wurmloch. Und wir sind scheinbar die einzigen, die es irgendwie geschafft haben. Also wir sind quasi eins dieser Archschiffe und haben es dadurch geschafft und haben eine neue Kolonie gegründet mit der Erde Unity. Und jetzt sind wir einfach mal, wir sind scheinbar komplett auf der anderen Seite der Galaxie, und müssen quasi jetzt um unser Überleben kämpfen. Beziehungsweise hat sich die Rasse aus den ganzen Fehlschlägen, die sie hatte, die Richtlinie genommen, dass sie die Herrschaft über die ganze Galaxie erlangen wollen. Von daher machen wir das einfach mal. Wir sind diktatorisch, wir haben einen nationalistischen Eifer. Das heißt, unsere Kriegsmüdigkeit ist geringer und unsere Anspruchskosten für Regionen von Feinden wird weniger. Außerdem haben wir eine höhere Feuerrate bei den Schiffen und unsere Admiräle können eine Stufe höher kommen als alle anderen. Das heißt also, wir sind schon vom Kämpferischen her ziemlich stark. Ich habe mir halt mal vorgenommen, mal ein bisschen mehr Action zu haben in den Kämpfen. Außerdem sind wir xenophob. Das sorgt auch dafür, dass uns keine andere Alienrasse so wirklich mögen wird. Und wir sind auch noch dazu fanatisch militaristisch. Das heißt, es wird auf jeden Fall zu Kämpfen kommen. Wir sind trotzdem anpassungsfähig. Das heißt, die Bewohnbarkeit von anderen Planeten ist um 10% erhöht. Wir emigrieren recht gerne und die Kosten sind auch reduziert für Umsiedlung. Dafür sind wir aber auch ein bisschen verschwenderisch und verbrauchen mehr Konsumgüter. Deswegen würde ich einfach mal gucken. Also ich lese nochmal vor. Die UN-unterstützte UDS-Initiative leitet am Ende des 21. Jahrhunderts in niedrigem Erdorbit den Bau sechs riesiger Archschiffe. Die Schiffe, die jeweils eine 250.000 Kolonisten an Bord halten, wurden durch ein kürzlich entdecktes Subraumphänomen, ein kleines instabiles Wurmloch am äußeren Rand der Oortwolke, geschickt. Sie wurden nie wieder gesehen und das instabile Wurmloch verschwand. Auf der Erde wusste man allerdings nicht, dass eines der Archschiffe die Durchreise überlebt und auf einem üppigen Alienmond eine Kolonie errichtete. Die Pioniere, die diese Welt zähmten, waren entschlossen, von hier aus die Bestimmung der Menschheit zu erfüllen, um jeden Preis die Herrschaft über die Galaxie zu erlangen. So, wir nehmen eine mittlere Galaxiegröße. Ich habe auch die KI-Reiche mal ein bisschen erhöht. Dafür aber, ich mache mal die KIs mit Startvorteil runter. So. Marodeure-Reiche mache ich auch nur eins. Schwierigkeit nehme ich mal Kapitän. Das ist eine Stufe mehr, als ich letzte Mal genommen habe. Mal gucken. Wir lassen den Ironman-Modus wieder an. Bla bla. Garantierte bewohnbare Welten haben wir auf plus 2. Das ist ganz gut. Errungenschaften sind auch an. Also würde ich sagen, starten wir einfach mal. So, mit den neuen DLCs, diesen Ancient Relic Story Pack, können wir jetzt quasi Expeditionen an bestimmten Orten von der Galaxie, also Ausgrabungen machen, um da alte Relikte von längst vergessenen Zivilisationen zu bergen und dann mal gucken, was das für Bonis bringt oder auch nicht. Das stand bla 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 bla. Okay, hier. Mehr als ein Jahrhundert ist vergangen, seit das große Archiv Chrysantheme eine Viertelmillion unserer Vorfahren von der weit entfernten Welt zu der Gartenwelt brachte, die wir nun Unity nennen. Nach einer jahrelangen gefährlichen Reise frohlockten die Kolonisten, als sie zum ersten Mal wieder das Sonnenlicht erblickten.
wenn auch das eines fremden Sterns. Die ersten Jahre waren schwierig. Zur Abwehr der gefährlichen Alien-Wildtiere, mit denen wir unsere neue Heimat teilten, wurden Bürgermilizen gebildet und der Anbau von Feldfrüchten gestaltete sich schwieriger als angenommen. Jede gemeisterte Herausforderung aber machte uns stärker. Nachdem wir diese neue Welt gezähmt hatten, wuchs unsere Bevölkerung exponentiell. Während der letzten paar Jahrzehnte wurden große technologische Sprünge erzielt und nun sind wir endlich bereit, uns die Sterne zurückzuholen, von denen wir einst kamen. Nice. So, hier ist unser Planet Unity. Ist ein Level 18er großer Planet. Boah, recht farm-heavy, würde ich mal sagen. 8 Wohnungen haben wir noch. Das ist auch okay. Da ist noch nichts gebaut. So, das heben wir uns auch erstmal auf. Wie sieht unser System hier aus? Wir haben hier noch, da können wir gleich mal den Konstrukteur in Helios hinschicken. Haben wir 3 Mineralien. Und ansonsten, oh, hier haben wir noch 3x Strom. Ist eigentlich ganz okay, das System. Wir starten recht weit oben. So, sieht trotzdem noch ganz schön groß aus, das Ding. Aber wir haben halt ziemlich viele Reiche mit reingehauen. Deswegen werden wir, denke ich mal, bald auch auf andere Zivilisationen stoßen. Produktion von Forschungsstationen oder generell Physikforschung um 20% mehr. Machen wir mal das. Nahrung für Landwirte, Wachstumsgeschwindigkeit von Bewohnern. Und hier haben wir, ich nehme mal den Armeeschaden. Ich glaube, der ist ganz gut. Und das Forschungsschiff. Wichtig für mich wäre erstmal hier diesen Chokepoint zu sichern. Deswegen schicken wir es mal hier hin. Und dann müssen wir mal gucken. Weil es kann wirklich sein, dass hier gleich neben uns jemand ist. Deswegen wird es nochmal ganz spannend. Wir machen mal auf 3. Das hier ist ein Event, was es nur gibt, wenn ihr die Rasse hier spielt. Die Jagd nach der Hyazinthe. Als die Chrysanthem in Unity eintraf, haben wir keine Spur der 4 Archschiffe gefunden gehabt, die durch das Wurmloch reisten. Ein Schiff, die Hyazinthe, sollte die Passage hinter uns nehmen. Und die Sensoren der Chrysanthem meldeten auch kurz vor der Destabilisierung und dem Verschwinden des Wurmlochs eine kurze Energiewelle. Falls die Hyazinthe die Durchreise überlebt und es in unserer galaktischen Nachbarschaft geschafft hat, so hat das Archiv bisher keinen Kontakt zu uns hergestellt. Es könnte eine gute Idee sein, nahe Systeme nach Anzeichen ihrer Anwesenheit zu durchsuchen. Wir können sagen, ach, sinnlos, oder wir sagen, jo, machen wir. Das werden wir auch machen. Das heißt, wir müssen hier eins von den dreien erkunden. Irgendwo ist da eine Energiesignatur, die quasi zeigt, oh, eine Wüstenwelt. Oh. Können wir schon nächstes Forschungsschiff bauen? Jo. Wir haben aber noch nicht genug Energiecredits. Sollen wir noch kurz warten? Construction complete. Ich würde sagen, wir nehmen dann mal die Energie. Construction complete. Ich glaube, wir haben noch nicht genug Kohle, ne? Ne, kostet noch zu viel. Forschungsgeschwindigkeit von Anomalien. Ne, wir machen mal die Erkundungsgeschwindigkeit. Nehmen wir den auf jeden Fall. Müssen aber noch kurz warten. Na. So, das bauen. Die Entdeckung von Alienleben. Die CNS Vagabond hat auf, oh Gott, irgendeinen komischen Namen, einen verblüffenden Fund gemacht. Auf dem Planeten wimmelt es nur so von Alien-Lebensformen. Zum ersten Mal in unserer Geschichte sind wir auf Lebensformen getroffen, die nicht von Unity stammen. Diese erstaunliche Entdeckung hat jene zum Schweigen gebracht, die glaubten, sie wären allein im Universum. Bisschen Forschung. Aber 6 Mineralien ist gar nicht so schlecht. Ganz Staatenbund der Menschheit ist begeistert über die Alien-Organismen, die von der Vagabond gefunden wurden. Es gibt Leben da draußen, auch wenn es alles andere als intelligent ist. Okay. Aber da wir xenophob sind, ist es eher beunruhigend für uns. Ba, ba, ba. Construction complete. Okay,
Da fehlt noch ein Stücke. Wir nehmen mal das hier oben. Na, wir gehen mal hier hin und dann hier runter. Da bin ich mal gespannt, wann wir hier auf die ersten LINs treffen. Ja, auch nochmal ein Sorry, dass ich den anderen Run jetzt quasi mehr oder weniger beendet habe, aber ich schaffe es einfach immer nicht, genug Videos zu produzieren, bis hier die nächsten DLCs rauskommen. Und ich finde es irgendwie immer blöd, weiterzumachen, während andere Leute, also andere YouTuber halt die ganzen neuen DLCs-Episoden halt hochladen, wo halt auch ein paar neue Sachen mit passieren. Ich werde jetzt mal versuchen, hier ein bisschen mehr den Fokus hierauf zu legen, damit wir hier mal ein bisschen mehr erkennen und vielleicht auch mal ins Mid- oder Endgame kommen. Aber es bleibt trotzdem immer noch ein Angezockt und wie gesagt, für ein Let's Play habe ich leider nicht immer genug Zeit. So, erkunde nach bewohnbaren Welten, das kennt man schon. Ist eine gute Initiative, man muss viel erforschen, untersuchen, was wir eh machen. Und zum Schluss kriegt man halt sehr viel Boni. Ich glaube, ziemlich viel, was Forschung anbelangt. So, dann nehmen wir das hier noch mit. Und er ist fertig. Dann gehen wir hier hin. So, hier haben wir eine kontinentale Welt entdeckt. Das ist ganz cool, weil dann können wir gleich nach hier unten gehen. Oh, hier ist eine 24er kontinentale Welt. Okay, wir gehen nach hier oben. Alles klar. So, hier machen wir auf jeden Fall erstmal einen Energiedistrikt, weil die Energie wird am Anfang immer ein bisschen schwierig sein. Wir gehen auf jeden Fall nach hier. Auf jeden Fall haben wir schon mal zwei Planeten, die wir besiedeln können. Das ist schon mal okayisch. Wir müssen jetzt halt wirklich gucken, wo wir die ersten Aliens entdecken. Oh, wir haben so eine archäologische Stätte entdeckt. Nice, gleich so früh. Die erste Tradition. Normalerweise geht man eigentlich immer Entdeckung. Es wurde aber ein bisschen genervt, die Entdeckungstradition. Deswegen gehe ich lieber am Anfang jetzt für die Ausbreitung. Die Kolonien entwickeln sich 25% schneller. Und da wir jetzt schon zwei Planeten entdeckt haben, die wir kolonisieren können. Intelligentes Leben verhöhnt uns mit offen zur Schau gestellten Abwesenheit, lautet der Titel eines beliebten Nachrichtenposts auf der Unity. Das Volk von den Menschen findet es recht lustig, dass niedere Formen von Alienleben nun im Zentrum des öffentlichen Interesses stehen. Potenziell mit uns gleichgestellt, dort draußen aber immer noch einen Bogen um uns machen. Bemerkenswert. Okay. Ja, irgendwann werden wir auf jeden Fall Leute finden. Da macht euch mal keinen Kopf drum. 5,8 ist auch ein gutes Ding. Also bis jetzt bin ich recht zufrieden. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir hier noch ein bisschen was... Eine tote Welt. Oh, okay. Ich gehe mal wieder für Energie, weil die wird ganz schön knapp. So, ansonsten würde ich sagen, heben wir uns mal alles auf, um gleich ein Kolonieschiff zu bauen. Hat der das schon erforscht? Das sieht aus, als wenn die keinen Bonus oder negativen Effekt hat. Ist auch okayisch. Ja, dafür ist das System nicht so toll. Aber gut, wir haben einen Planeten, einen großen. Da gibt es noch Sachen, die wir abbauen können. Boah, eine Station mit 6. Das ist richtig gut. Nice. Das Wuha-System. Cool. Ja, ich hoffe, dass wir wenigstens noch bis hier hinkommen, ohne dass wir da gleich Gegner treffen. Das wird auf jeden Fall interessant. Oh, die irasianischen Konkordat.
Wir haben auf Supra 3 Artefakte einer uralten Alien-Zivilisation gefunden. Nach dem zu urteilen, was wir bisher von ihrer Sprache übersetzen konnten, schienen sich diese Aliens das Irasianische Konkordat genannt zu haben. Sie waren eine interstellare Macht, die vor etwa mehr als einer Million Jahre über diese Region der Galaxie herrschte. Sie scheinen sechsbeinige Säugetiere gewesen zu sein. Es gibt mehrere Einträge, die eine Art Seuche erwähnen. Die Javarianische Pocken. Die Seuche scheint sich mit verheerender Wirkung über ihr gesamtes Reich ausgebreitet zu haben, was möglicherweise auch ihr Aussterben bewirkte. Wir haben kleinere Artefakte gefunden. Ich habe noch nicht gefunden, wo wir das hier irgendwie benutzen können. Dunkle Materie. Nee, absolut keine Ahnung, wo das angezeigt wird. Egal, wir machen weiter. Auf jeden Fall hierhin bitte, danke. Eine anspruchsvolle, er ist gerade noch Level 1, das lassen wir mal noch. Wir gehen weiter nach hier drüben. Eine alpine Welt. Ich glaube, die können wir auch besiedeln, oder? Cool. Ausgrabungsgeschwindigkeit. Archäologische Stätten um 25% erhöht. Also schneller. Das ist ganz cool. Dann kann er die quasi machen. Aber ich warte noch, bis er mindestens Level 4 oder 5 ist. 500. Ich mache einmal Energie. Dann würde ich aber trotzdem gerne, ja, das machen wir erst, wenn wir das Kolonieschiff gebaut haben. Construction complete. Du kannst sogar gleich bauen. Nice, los geht's. Kannst du die Forschungsstation noch bauen? Und dann gehen wir hier hin. Dann können wir vielleicht gleich noch das nächste Kolonieschiff hinterherhauen. So, beide jetzt schon Level 2, okay. Construction complete. Anomaly found. Sehr schwer. Und eine, die Routine ist. Die können wir ruhig mal erforschen, aber die sehr schwere, die lassen wir erstmal. Wie sieht's mit unserer Forschung aus? Hälfte, okay. Construction complete. So, bauen wir noch ein. Können wir nicht, wir brauchen Legierung. Mal überlegen, ob ich noch ein Forschungsschiff baue. Weiter nach unten. So, die Ausbreitung. Entweder Sternbasen haben Einflusskosten um 10 reduziert, okay. Aber ich bin hier eher für neue Kolonien, haben einen Pop mehr, einen Bewohner. Das hilft uns jetzt noch ein bisschen. Ein goldener Käfig. Das Mineralienkonstrukt ist in Ermangelung einer besseren Ausdrucks, ein Raum. Er besteht aus denselben Mineralentyp, die im Staatenbund der Menschen Verwendung finden, und sein hoher Icosidodekaeder, oh Gott, Resonanzscan weisen darauf hin, dass er fast ganz hohl ist und wohl irgendwann bewohnt gewesen ist. Im Gegensatz zu seinen hübschen Äußeren ist das Innere völlig durcheinander. Möglicherweise bedingt durch einen Sabotageakt. Wissenschaftsoffizier Rodney berichtet, dass es dadurch schwerer wird, von den Inneren des Konstrukts etwas Wertvolles zu erlernen. Er betont aber, dass die Maschinenbautechnik, die beim Bau des äußeren Hülls zum Einsatz gekommen ist, ungeheuer fortschrittlich gewesen sein muss. Denn das Konstrukt kann den Belastungen des Weltraums hervorragend widerstehen. Ridley erhält 100 Erfahrungen, Fachwissen, Weltraumkunde. Nee. Na, hier, Weltraumkunde, Forschungskunde, na gut. Könnte man vielleicht wechseln, wir können ja mal gucken.
Anführer. Erfahrungszuwachs, Forschungsgeschwindigkeit, nee, die passen alle da rein, okay. So, hier ist eine Sackgasse. Und hier scheinbar auch, oder? Merkwürdig. Kolonieschiff ist fast fertig. Wir haben das. Okay, dann machen wir noch ein Forschungsschiff. Fünf. Eine Station, fünf Energie. Nice. System Reconnaissance completed. So. Jetzt wird's interessant. Wir gehen mal hier hin. Mit dem anderen Schiff fliegen wir hier hin. Forschungsgeschwindigkeit von Anomalien. Nehmen wir ruhig mal ihn. Go. Aufeinandertreffen in Panic. Oh oh. Alpha Boogies. Enigmatische Weltraumfahrer. Nach der Sichtung unidentifizierter Schiffe im Weltraum ist Unity in Aufruhr. Oh oh. Oh Gott, hier ist sogar eine Station schon. Oh. Fuck. Construction complete. Ja, ich weiß nicht. Ich habe Angst, dass die irgendwie auf mich schießen oder so. Aber auf jeden Fall müssen wir jetzt mal ganz dringend uns nach hier ausbauen. Bevor wir hier die Mineralien nehmen. Damit wir wenigstens noch das Ding hier kriegen. Der hat doch schon eine Station da gebaut. Kann auch sein, dass es noch irgendeine Minenstation oder sowas ist, aber... Wir haben eine strategische Ressource entdeckt. Exotische Gase. Die uns vorher unbekannt waren. Diese Gase haben eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, insbesondere bei dem Betrieb fortschrittlicher Energiewaffen und Kraftfelder. Einige der Gase können zudem als Treibstoff für Raumschiffe oder sogar Freizeitdrogen verwendet werden. Wir haben noch nicht die richtigen Mittel, um die zu benutzen. So, Sternbasis bauen unbedingt. Muss gucken, wie... Ja. Ich muss gucken, wie viel die schon haben. Eine Tundra-Welt. Construction complete. Können wir schon zum nächsten gehen? Nee. Uns fehlt Einfluss und das. Okay, dann würde ich sagen, machen wir einmal die hier. So, an sich läuft es ganz gut. Wir machen hier einmal das Monument hin. Wir haben, denke ich mal, noch nicht genug, um... Nee, wir brauchen 200 Legierungen dafür. Wir müssen aber so schnell wie möglich das hier noch beanspruchen. Yikes. Schön wäre, wenn wir... Bauen wir die Oder warte mal. Nee, ich kann das schon machen. Ich gehe mal schnell hier hin. Gehe ich erstmal hier runter. Ich gehe mal kurz hier hin. Ich will mal sehen, ob hier eine Sackgasse ist. Dann müssen wir auf jeden Fall das Ding hier einnehmen. System Reconnaissance completed. Hat. Keine Spuren der Hyazinthe zu finden waren. Wir sollten unsere Suche anderweitig fortsetzen. Okay, schade. Aber haben wir geschafft. Dann gehe ich mal hier hin. Ich muss gucken.
konnte auch in Panic-System keine Spuren der Hyazinthe finden. Okay, dann muss es hier irgendwas sein. Wüstenwelt, okay. Hier ist eine Savannenwelt. Es kann doch sein, dass das hier nur irgendwelche. Ja, nee, hier ist eine Station. Alien-Raumstation. Construction complete. Kontakt hergestellt. Fellnutz-Star Community. Föderationskanal, repräsentiert Demokratie. Fanatisch xenophil. Kann außerdem nicht umsiedeln. Wir sind genau das Gegenteil. Ellenabschaum. Respektiert unsere Autorität, sonst setzt es was. Oh, wir sollten das Schlimmste annehmen. Die Nachricht, dass wir zum ersten Mal auf intelligente Alien-Leben getroffen sind, hat unsere Gesellschaft in ihren Grundfesten erschüttert. Durchgesichertes Bildmaterial dieser bizarren Kreaturen breitet sich durch die Medienkanäle überall im Staatenbund der Menschen aus, was viele Bürger mit Panik erfüllt hat. Aus mehreren Städten auf YouTube sind Krawalle gemeldet worden. Oh. Die merkwürdigen Xenos scheinen ein technologisches Niveau erreicht zu haben, das mit unserem vergleichbar werden kann. Und sie haben den Raumflug definitiv schon entdeckt. Wir wissen nicht, ob sie unsere große Spezies mit Angst, Hass oder kalten Gleichgültigkeit betrachten. Hier, guckt euch das an. Und wir wurden auch gleich rausgeschickt. Okay, können wir das hier noch einnehmen? Das ist die Frage aller Fragen. Schick die mal noch hier hin. Wir versuchen mal hier noch so viel zu kriegen, wie wir können. Aber ist schon mal nicht so cool und die sind uns ebenwürdig. Sklavereirichtlinien, Grenzkonflikte, xenophobischer Effekt, Schluss. Okay, da können wir sie auch als Rivalen erklären. Kriegen wir ein bisschen mehr Einfluss. Zwei unserer Forschungsschiffe sind weg, das ist ein bisschen ärgerlich. Ich denke mal, die werden auch hier wieder auftauchen. Das lassen wir erstmal. So, Wachstumsgeschwindigkeit der Bewohner, auf jeden Fall. So, uns fehlen noch Legierungen. Jetzt müssen wir hier mit dem wieder zurückfliegen, ey. Aber wir können mit ihm hier hinfliegen. Okay. Weil hier unten kommen wir eh nicht mehr so wirklich lang. Es sei denn, wir können ihn hier noch abschneiden. Werden auf jeden Fall noch eine Station hinbauen müssen. Ja, haben wir aber auf jeden Fall schon mal unseren ersten Gegner gefunden. Juhu! Ja, da ein bisschen näher dran, als ich gehofft habe, aber gut. So, als nächstes brauchen wir hier unbedingt. Oh, hier Forschungsgeschwindigkeit ist ein No-Brainer. Ja, das hilft allen. Wir brauchen hier ein Zivilindustrie, weil unsere Konsumgüter, dadurch, dass wir einen höheren Verbrauch haben, sind schon relativ low. Okay, Sternbasis können wir machen. Boah, der hat hier eine archäologische Stätte sogar. Verdammt. System Reconnaissance completed. Es geht hier echt nicht lang. Das ist cool. Nehmen wir auf jeden Fall hier. Science Division reports a new breakthrough. So, Exoskelette. Nice. Rumpfstärke von Korvetten. Das machen wir. Apropos. Ja, wir haben immer noch nicht genug. Damn. Die
Die Stationen hier, die kosten auch immer. Ich würde gerne noch schnell die Kolonie hier machen. Dann haben wir unsere drei Planeten erstmal voll. Unsere Reichsausbreitung ist bei 28, unser Limit ist bei 30. Oh. Hier ist eine Routine. Wir können eventuell schaffen, um die hier drum zu bauen. Aber ich will das trotzdem vorher hier noch losschicken. Go. System Reconnaissance completed. Schicken die mal hier kurz mit hin. Eine Wüstenwelt. Uralte Erkundungsmarkierungen. Auf der Oberfläche von Smilkir B wurde ein kleiner Kurzstreckensender entdeckt. Anscheinend handelt es sich dabei um eine uralte Erkundungsmarkierung, die vor Äonen hier zur Kennzeichnung eines großen Vorkommens wertvoller Mineralien platziert wurde. Da die Mineralien immer noch da sind, kamen die Bergleute, für die sie bestimmt war, offenbar nie hier an. Cool. Plus 4. Ja. Ist gekauft. Das war ja hier wohl nix. Dann gehen wir jetzt hier zu dem hier hin. Construction complete. Wir könnten es echt noch schaffen, die hier abzuschneiden. Dann können wir hier unten weitermachen. Und gucken, was da noch so kommt. Dann müssen wir die hier irgendwie nur... Ich würde trotzdem sagen, wir bauen da eine Sternbasis hin. Oh, hier monatliche Einheit. Das ist ganz wichtig. Es fehlen noch ein paar. Oh, sehr schön. Hier ist ein Archäologending. Anomaly found. Routiniert, ja, das können wir machen. Sofort bauen. So, der nächste Punkt, wie gesagt, ist nicht so cool. Sternbasen haben irgendwelche Einflusskosten reduziert. Besser als nichts. Danach können wir unser Verwaltungslimit erhöhen. Das würde echt ganz praktisch sein. Wir sind kurz davor nämlich. Ich denke mal, wenn das hier fertig ist, müssten wir auch echt kurz davor sein. Beziehungsweise genau auf 30. Magnetische Umkehrung. Seit es von der Pathfinder erkundet wurde, hat sich das Magnetfeld von Gol komplett umgekehrt. Dieses seltene Ereignis hat die Lage der Magnetpole des Planeten vertauscht. Glücklicherweise wurde all das von den Sensoren unserer Schiffe erfasst, was unserer Wissenschaft viele wertvolle Daten beschert hat. Cool. Nehmen wir. Ja, so sieht's aus. So, dann würde ich aber sagen, machen wir hier erstmal einen Cut rein. So viel erstmal für die erste Folge Stellaris mit dem neuen Ancient Relics Story Pack. Wir haben auch schon eine gefunden, beziehungsweise die zweite. Weiß ich nicht, ob wir noch zu Gol kommen. Das müssten wir aber eigentlich schaffen. Die dritte hat leider der Gegner für sich geforstet, sag ich mal. Zum Glück haben wir hier noch ein bisschen Raum, wo wir expandieren können. Und hier ist auch alles zugekleistert. Das heißt, wir können dann hier weiter in Ruhe nach oben gehen. Mal gucken, wann wir da auf den nächsten Gegner treffen. Und der ist auch noch nicht so... Oh, doch, Flottenstärke ist überlegen. Aber wir haben auch noch nichts gebaut. Das kriegen wir noch hin, denke ich mal. So, ich bedanke mich wie immer fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit einschalten würdet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zugucken, immer schön ein Like da lassen und bis bald. Tschüss.